heute, ich sage immer so, also nochmal, der Winter hat hier Einzug gehalten, endlich. Ich mag es wirklich, wenn viel Schnee kommt und ja, dieses Winterwunderland sich entfaltet. Und heute muss ich mal schauen, wie weit ich überhaupt komme, um dahin zu gelangen, wo ich heute hin will. Ich nehme euch jetzt mal mit. Nebelsuppe ohne Ende. Ja, das Training hier im Winter der letzten 4 Jahre hat mich schon ein bisschen abgehärtet, was das Frieren anbelangt. Da wäre der Abenteuerweg, aber den lasse ich heute aus. Keine Ahnung, was da auf den Pisten los ist. Ich gehe jetzt den Waldweg hoch. Heute kann ich euch keine schneebedeckten Berge im wundervollen Sonnenschein zeigen, sondern die Realität, dass es heute eher ein bisschen widriges Wetter ist. Über Motivation in der dunklen Jahreszeit gibt es aktuell auch eine Podcast-Folge. Laufen und Leben Podcast. Und da geht es darum, wie kannst du motiviert im Winter bleiben. Ganz schön laut hier am Berg. Ich versuche immer minimalistisch unterwegs zu sein, nicht so viel Zeug mitzunehmen. Gleich geschafft. Fast 900 Höhenmeter, 8,5 Kilometer. Und die Pistenraupen haben alles gespurt. Aber es war wahnsinnig anstrengend heute. So, ich erzähle euch mal kurz was zum Equipment. Also diese Stöcke hier, Carbonstöcke Leki, der Vertical K mit diesem doppelten Korkgriff ist super zum Runterlaufen, weil man eben sich nicht die Hände abfriert, sondern die Hände warm bleiben. Das war sonst immer ein Problem. Es ist kein Fallstock, aber ein super leichter Stock mit einer mega scharfen Spitze. Das Ding wiegt pro Stock 130 Gramm, also ideal. Ja, Schuhe, hier sind die Grödeln. Und das hier ist ein Neoprenschuh, also eigentlich ein Speedcross von Salomon. Der hat innen drin so eine Schnürung und die kann man dann ja, mit diesem Neopren-Ding hier zuziehen. Und die Füße sind ofenwarm. Naja, jetzt geht's hier schön runter und hat alle Schneekanonen hinter mir gelassen.